Morgen ist Männertag und darauf wird heute vorgesoffen. Wir laufen jetzt zu einer Vorversaufungsparty. Und guck mal hier. Guckt euch mal diesen Fuß hier vorne an. Und weil mein Fuß ist immer noch kaputt. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie der Verheilungsprozess nach hinten geschoben wird wegen meiner Fußbewegung. So, wir sind hier angekommen. Hier in diesem Garten. In Bispingen. Und hier werden wir vorsaufen. Und wir werden gleich Tarp aufspannen. So, unser Vorversaufungsschlafplatz ist aufgebaut. Hier unter diesem Kirschbaum. Guck mal, jetzt wird zum Vorbesäufnis Grillzeug gegrillt. Das hier. Und Grillfleisch. So, Grillfleisch ist fertig. Das Grillfleisch sieht so aus. Guck mal hier. Ich werde neues Bier trinken. Ich bin ein Gesichtsmensch. Gib Wurst. Meine Hose. Das sind die alten Männer, die sie alle fordern in den Kommentaren. Von mehr Vlogs mit alten Männern. Naturins Kommentare schwellen über mit mehr alte Männer. Das schwappt rum, genauso wie mein Hirn. Happy Birthday, lieber Jan! Happy Birthday to you! Alles Gute für deinen Geburtstag! Dankeschön! Guten Morgen, heute ist Männertag. Es beginnt. Bitteschön. Oh, ein Säckchen zum Herdtag. Frühstück. Geprost. Wir sind beim Treffpunkt angekommen. Zum Sauftreffpunkt. Und wir gehen gleich los, nachdem wir gefrühstückt haben. Guck mal hier. Das ist alles nass. Ein Bier ist kaputt gegangen. Deswegen sind die ganzen Biere draußen. Das Bier ist cool. Jetzt riecht endlich das alles nach Bier. Ja, jetzt haben wir den Standard so erreicht. Jetzt beginnt das erst recht. Es muss doch viel mehr Bier getrunken werden. Jetzt Männertag, Start kommt. Und das Wetter ist voll cool. Leute, morgen muss unser Gehirn rumschwappen. Blatt Papiere sind voll cool. Das ist irgendwie total anstrengend mit meinem Fuß. Aber das hier, das gibt mir so ein bisschen Unterstützung, weil das runterzieht für den ganzen schweren Bier hier unten. Dann ist das leichter zu laufen, wenn ich das schiebe. Guck mal hier vorne ist dieses Haus, was Handstand macht. Hier vorne ist die Kartbahn. Das ist mein alter Arbeitsplatz von früher. Dieser Schaf schmeckt nach einem Material. Nach künstlichen. Das ist voll das verkünstlichste Ding. Mäh. Okay. Um den Kopf. An den Kopf. No. War das jetzt? Gut. Guck mal, hier vorne ist ein urinfarbiges Fahrrad. Sogar mit urinfarbigen Reifen dran. Und hier vorne ist ein regelfarbener Fahrrad. Hey! Hallo! Hi! Geh weg! Ah! Los! Ja! Ach so, wir sind auf Verkehr rumreingegangen, ihr Idiot! Natürlich! Natururin macht in der Natur Urin. Kommt doch mal eine ganze Generation zapft Benzin. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur meine Bier getrunken. Ich auch. Das hier, das ist dieser Brunausee. Und dieser Brunausee hat ganz viele weiße Pflanzen. Das sind voll cool Pflanzen. Die kann man essen. Oh Scheiße. Ich wusste es! Wir gelaufen jetzt zum Zielplatz. Zum richtigen Zielplatz.
So, wir sind im Zielpunkt angekommen. Endlich! Leute! Und hier werden wir Fleisch essen. Nee, ich esse schon, weil ich Hunger habe. Fleisch, Kartoffelsalat. Das ist so geil. Ich muss dringend was essen. Nee, das war deine ruhige Phase. Fleisch ist cool. Das ist Mehrtagsfleisch. Mit Mehrtagsspaghetti. Wir werden jetzt, wie heißt es mal, genau hier drunter. Gewächshaus. Unter diesem Gewächshaus pennen. Hier vorne ist Mehrtagsfeuer. Das ist für Mehrtag geeignet. Geprost! Wer zeigt deinen Arsch? Wer die wichtige Themen heute Abend hier? Wer hat den Ständer? Gestern war Männertag. Und heute ist ein Tag nach Männertag. Das ist voll cool. Wir haben hier geschlafen. Erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Geprost. Und jetzt wird Essen gemacht. Das hier, das sind Wiener Würstchen. Das hier, das sind frische Eier. Die sehen voll cool aus. Und dieses Ei, das sieht so aus. Das hat diese Farbe. Ich mag das, wenn die so eine Farbe haben. Das sind originale Eier. Die Nudeln, die schmecken voll cool. Die Wurst auch. Und die Eier? Die Eier sind die geilsten. Das sind richtig geile Eier. Das sind echte Eier. Wir sind losgelaufen und gleich kommt unser Bus. Und es wird gleich so richtig geil sein, Bus zu fahren. Ja, an der Haltestelle erreicht. Unser Bus ist nur noch nicht gekommen und der sollte schon längst abgefahren sein. Und darauf trinken wir jetzt ein Wartebierchen. Geprost. Ich bin feucht. Ich bin ein richtiger Feuchttuch. So, wir haben das Wartebier ausgetrunken und wir haben fast eine ganze Stunde hier gewartet. Und der Bus ist immer noch nicht angekommen. Das heißt, wir werden jetzt zu Fuß nach Bisping hinhumpeln. Und das dauert voll lange, weil mein Fuß durch kaputt ist. Immer noch. Das ist richtige Fußbeschädigung heute schon wieder. Das hier, das ist eine Autobahn. Das ist cool. Hier vorne ist schon wieder ein Haus, der Handstand macht. Der steht auf sein Gehirn rum. Das könnte Hirnhautentzündung verursachen. Mehlwürmer sind geil. Da gibt es voll viele davon, die an mein Gehirn beißen und so. Die nagen da irgendwie rum und scheißen alles zu. Wir sind in Bisping angekommen. Und ich hab die ganze Zeit gehumpelt, weil ich hab so einen Scheißfuß. Der ist immer noch kaputt. Der Fuß muss heile werden. So, wir sind jetzt beim Heidegrill angekommen. Und ich werde sie zum Essen jetzt einladen. Zum Döner essen. Das wird gleich so richtig schmackhaft. Hoffentlich. Ich bin Döner anspruchsvoll. Hunger. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Dankeschön. Vorsicht, da gab es einen Unfall auf der A7, Kassel Richtung Hannover. Das ist ein Empfehlenswertungsdöner. Wir haben gerade Döner gegessen. Jetzt sind wir auf der Suche nach einem Schlafplatz. So, wir gelaufen jetzt nach Richtung da lang. Weil ich habe was im Hirn, wo wir vielleicht übernachten könnten. So, wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Und wir haben das hier aufgebaut. Hier werden wir heute schlafen. Das sieht zwar genauso bekloppt aus wie mein Hirn, aber genau. Das ist unser Schlafplatz für heute. Guten Morgen, wir sind schon wieder wach. Heute Morgen war das voll kalt gewesen, aber jetzt ist schön warm. Weil hier ist voll viel Luftfeuchtigkeit. Meine Matratze ist, glaube ich, kaputt. Ich glaube, da ist keine Luft mehr drin. Das hat nicht lange gehalten. Du brauchst eine neue Matratze. Du brauchst eine neue Isomatte. Ich glaube, eine Matte wäre besser als Luft. Ja. Guck mal, so sieht unser Schlafplatz von dieser Perspektive aus. Wir haben direkt hier am See gepennt. So, jetzt wird Mittagessen gemacht. Die Nudeln werden jetzt gekocht mit Salz. Naturessen. Naturessen ist fertig. Das schmeckt voll cool. Hinterhosen ist gesund. Auch wichtig.